Nicht nur bei Senioren stehen Fragen zur Kultur des Wohnens im Alter hoch im Kurs. Auch die Leistungsanbieter, zum Beispiel Einrichtungen oder Pflegende, und andere Interessengruppen wie zum Beispiel die Investoren, Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner befassen sich intensiv mit möglichen Wohnformen für diesen Lebensabschnitt. Veröffentlichungen zum Wohnen im Alter beschränken sich häufig auf Einzelaspekte wie etwa räumliche oder organisatorische Strukturen. Demgegenüber stellt das Buch Die Vielfalt des Wohnens im Alter von Harald Blonsky aus dem Mabuse Verlag die Vielfalt des Wohnens im Alter in all ihren Facetten dar.